Hallo und willkommen zu Angezockt mit dem Gecko Climber. Ja, ich war jetzt kurz davor, Let's Play zu sagen. Und das wird aber kein Let's Play, sondern einfach mal so eine Stunde Gameplay. Und wir spielen jetzt, fast hätte ich gesagt, wir spielen eine Runde FTL, aber ich möchte mit euch jetzt so ein Stündchen spielen. Und zwar, FTL, Faster Than Light, ist eine Weltraumsimulation. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Gedanken drum gemacht, wie ich das Ganze hier aufziehen möchte. Und zwar, ich werde jetzt zunächst einmal mit euch das Tutorial spielen, damit ihr wisst, um was es da überhaupt geht. Die Leute, die das Spiel schon kennen, beziehungsweise das Tutorial nicht schauen möchten, können das Ganze dann einfach überspringen. Ich werde hier irgendwo dann einen Link zum Überspringen einbauen. So. Okay, nachdem jetzt das Organisatorische geklärt ist, starten wir dann auch gleich mal mit dem Tutorial. So. Ja. Willkommen zu FTL. Du bist der Kapitän eines Föderationsraumschiffs auf einer sehr wichtigen Mission. Für die Leute, die jetzt überspringen möchten, werde ich wahrscheinlich hier in dem Bereich hier dann den entsprechenden Button für das Tutorial einfügen. So, dann machen wir mal weiter. Die Föderation ist derzeit zerrissen von bösartigen Rebellen. Dein Schiff hat wichtige Daten, die für die Verteidigung der Föderation wichtig sind. Du wirst durch gefährliche Sektoren reisen und die Rebellenflotte wird ständig hinter dir her sein. Schaffe es zu dem Ausgangspunkt von jedem Sektor, bevor die Rebellen dich fangen können. So, da sind wir. Dein Schiff, die Kestrel, ist der Fokus der typischen Spieleansicht. Ja, hallo. Die kreisförmigen Icons unten am Bildschirm sind die Primärsysteme des Schiffs. Das sind diese hier. So, die Systeme benutzen Energie vom Reaktor. Hier drüben. Soweit so einfach. So, dann haben wir hier unten noch die Subsysteme, die Untersysteme des Schiffs, die allerdings keine Energie vom Reaktor brauchen. Und weiter. So, wir können jetzt mit der Maus über jedes System-Icon gehen, um Informationen zu bekommen. Hier haben wir zum Beispiel den Piloten, braucht ein Crewmember, um im Kampf dann ausweichen zu können oder für Hyperraumsprünge zu machen. So, dann haben wir noch den Status, fully powered, das heißt, wir haben komplette Energie da drauf und wir haben jemanden von der Crew da sitzen, nämlich den hier. So, ja, dazu sehen wir dann halt noch, habt ihr auch hier gesehen, hier ist wieder das Lenkrad und wenn wir hier drauf gehen, wird das Lenkrad hier angezeigt. Gut, hier oben haben wir die Anzeige für die Schiffhülle. Ja, die Schiffhülle sagt praktisch, wie viel das unser Schiff noch insgesamt aushält. Wenn die Anzeige hier auf 0 ist, ja, dann fliegt unser Schiff in die Luft und wir sind tot. Das ist nämlich hier auch so eine Sache, denn wir können hier sterben. Und zwar nicht so knapp. Die Crew kann sterben und das Schiff kann auch sterben und es gibt keine Ersatzleben oder ähnliches. Das heißt, wenn wir einmal tot sind, ist das komplette Spiel für uns verloren. So, weiter geht's. Continue. So, jetzt geht es langsam aber sicher mal los. Aber es sieht so aus, als wären die Maschinen derzeit unterpowered. Das sehen wir hier. Grüne Systemboxen haben Energie, wie zum Beispiel jetzt hier die Schilde. Und weiße Systemboxen haben keine Energie, wie jetzt die Waffen oder der Antrieb. So, und den können wir jetzt ganz einfach... Moment, ja genau. Wenn halt keine Energie da ist, dann
können die auch nichts zu den zum Schiff beitragen. So, jetzt klicken wir hier einmal links drauf. Und können jetzt praktisch hier das System wieder in Betrieb nehmen. So, jetzt haben wir wieder Energie. Sieht man, hier ist jetzt wieder grün. Und wir sollten immer gucken, dass wir die Lebenserhaltungssysteme so weit wie möglich, ja, am Laufen halten. Das ist vor allen Dingen der Sauerstoff hier. Und für unsere Crew dann auch nochmal die Krankenstation. Okay, ja, mit Rechtsklick können wir dann wieder Energie runternehmen. Zeige ich auch nochmal. Zack, da ist die Maschine wieder aus. Sieht man auch dann schön hier an den Antriebsdüsen. Gut. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Ups, wir haben 2 Schaden bekommen. Das System-Icon für den Maschinenraum ist jetzt rot und um anzuzeigen, dass der Maschinenraum kaputt ist. Jetzt müssen wir jemanden von unserer Crew nehmen, um die dahin zu schicken. Das kommt aber erst gleich. Und die Hülle hier oben hat auch 2 Schaden genommen. Das heißt, wir kriegen praktisch 2 Schaden. Unser System ist kaputt und die Hülle hat entsprechenden Schaden genommen. So, und jetzt brauchen wir ja die Crew, um das Ganze wieder hinzubekommen. Das heißt, die können jetzt praktisch das System reparieren, aber nicht die Hülle. Dafür müssen wir ins Trockendock. So, jetzt können wir die Crew selektieren, entweder über dieses schöne Rechteck oder einzeln anklicken. Aber da ich jetzt hier 2 Leute runterschicken will, machen wir das einfach mal so. Mit Rechtsklick kann man dann die Crew von A nach B schicken und hier 2 Leute rein und die sollen jetzt den Antrieb hier wieder in Schuss bringen. Und zwar möglichst dalli-dalli, damit wir hier mal wieder wegkommen. So, die Crew repariert automatisch Schaden und bemannt automatisch Systeme, die nicht kaputt sind. Wie jetzt zum Beispiel hier der Maloney. Der bemannt jetzt den Maschinenraum. Das führt dazu, dass wir schneller Energie haben, um zum Beispiel einen Hypersprung auszuführen. So, was haben wir noch? Ja, Kämpfe, wenig Sauerstoff und Feuer verletzt die Crew. Ist auch klar. Den schicken wir mal wieder zurück. So, jetzt haben wir wieder Energie. Ja genau. Und wir sollten auch nochmal beachten, dass die Systeme sich selbst wieder die Energie vom Reaktor nehmen, die sie hatten, bevor sie kaputt gegangen sind. Auch gut zu wissen. So. Einige Systeme können von den Crewmitgliedern bemannt werden, um nochmal einen Bonus zu dem System zu bekommen. Das haben wir hier jetzt zum Beispiel gesehen im Maschinenraum. Und wenn das dann soweit passiert ist, dann sehen wir hier dieses Männchen über der Energieanzeige ist dann nicht mehr nur diese Leute zu sehen, sondern es ist komplett ausgefüllt. So. Okay. Dann haben wir jetzt hier ein Feuer in der Luftschleuse. Das ist aber unschön. Aber das können wir auch ganz einfach ausmachen, indem wir hier die Tür aufmachen. Dann kommt das Vakuum von draußen hier rein. Und das Feuer hat keinen Sauerstoff mehr zum Brennen. So, das machen wir wieder zu. Und dann füllt unsere Lebenserhaltung den Raum langsam wieder mit Sauerstoff auf. Sauerstoff sehen wir hier oben. Das heißt, wir haben jetzt 95%. Und wenn wir wieder bei 100% sind, ist hier praktisch wieder genauso viel Sauerstoff wie in den ganzen anderen. Jetzt machen wir hier vielleicht auch nochmal auf. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Ich glaube es zwar eher nicht, aber egal. Gut. Damit ist das Leck hier jetzt geschlossen. So, now that your engines are fixed. Ja, okay. Nachdem wir jetzt unseren Maschinenraum wieder repariert haben, die Feuer alle ausgemacht sind, ist es jetzt mal Zeit, zu dem nächsten Punkt zu springen. Wir brauchen einen Crewmember in dem Cockpit, der haben wir hier. Und wir brauchen eine funktionierende Maschine hier hinten, haben wir auch. So, dann haben wir hier unseren Treibstoff für die Hypersprünge. Wenn die auf 0 sind, dann sitzen wir praktisch in diesem Sektor fest und können nicht mehr irgendwo hin. Unschöne Angelegenheit. Deshalb immer Treibstoff dabei haben. So, und dann steht eigentlich unserem ersten Raumsprung nichts mehr im Wege. So, wir haben 3 Möglichkeiten. Das ist jetzt die
die Karte von dem Sektor, in dem wir uns befinden. Da hinten müssen wir irgendwann mal hin. Das ist dann der Punkt, von dem aus wir in den nächsten Sektor springen können. So, das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal hier hin. So, und jetzt haben wir, genau, jeder neue Ort hat ein Event, so wie dieses hier. Du hast verschiedene Möglichkeiten auszuwählen, was du jetzt machen möchtest. In diesem Beispiel ist es ein schwaches Piratenschiff dabei, am Versuchen, dich zu zerstören. So rum. Also praktisch, wir haben jetzt hier ein schwaches Piratenschiff, das will uns jetzt zerstören. Wird er aber höchstwahrscheinlich nicht packen, wäre schon ein bisschen, naja. Okay. Dann haben wir hier normal Continue und es gibt noch diese speziellen blauen Möglichkeiten, die durch bestimmte Upgrades oder bestimmtes Equipment ermöglicht werden, das wir haben. Das ist meist immer eine ganz gute Alternative. Okay. So, willkommen zum, ja, zum Kampf. Du kannst die Space-Taste oder die mittlere Maustaste benutzen, um das Spiel jederzeit zu... Ups, hat es schon geschossen? Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Um das Spiel zu pausieren. So, okay, das haben wir jetzt gerade mal gemacht. Okay, wir müssen jetzt unsere Laser... also wir müssen unseren Lasern jetzt Energie zur Verfügung stellen, sonst können wir damit nicht schießen. Das machen wir jetzt auch gerade durch einen Linksklick, um jetzt da Energie drauf zu geben. Und jetzt können wir nochmal, wenn wir jetzt hier normal machen, gut, hat vorbeigeschossen, Glück gehabt. Dann geht hier die Energieleiste hoch und wenn sie genug Energie haben, dann können wir schießen damit. Jetzt mache ich nochmal kurz Pause. Jetzt können wir hier praktisch mit links draufklicken und uns jetzt hier irgendein System von diesem Piratenschiff aufs Korn nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Waffensysteme, weil Waffensystem ist natürlich gut. So, okay, und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Und jetzt schießen wir und zack. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Und zwar, unser Laser macht zwei Schüsse und kann nicht durch das Level-2-Schild durch, das das Piratenschiff hier hat. Das sehen wir hier. Aber glücklicherweise kann der Pirat mit seiner armseligen Laserpistole hier auch nicht durch unser Schild durch. So, ja, genau. Und hier, wenn jede, alle zwei Powerbars, die wir hier drin haben, können, bringen uns ein zusätzliches Schild. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal zwei mehr hätten, hätten wir so ein Schild wie der hier, wenn es komplett Energie hätte. So weit, so gut. So, jetzt haben wir eine zweite Waffe bekommen, nämlich die Artemis. So, genau. Das ist jetzt praktisch ein Projektil, also eine Rakete. Damit ziehen wir jetzt einfach mal auf die Schilde, weil es so schön ist. Und während die jetzt auflädt, während die jetzt aufladen sollte, hallo? Tu was. Shooting it is, ja genau, da, die Raketen brauchen natürlich unsere Raketen hier oben auf. Und jetzt müssen wir die um die zu der Enemy Shield, ja. Ach, wir haben noch pausiert, ich Idiot, okay. So, dann hier hin. Nun lassen wir weiterlaufen. Jetzt haben wir also praktisch, ja, eine Waffe, die durch die Schilde da durch kann, egal wie stark dass die aufgerüstet sind. Aber dafür dann hier, Energieverbrauch, also Missiles verbraucht hier oben. Und die können wir mit der Zeit dann auch wieder irgendwo nachkaufen an bestimmten Raumstationen. So, jetzt schießen wir... Ach, okay. Wir müssen jetzt hier immer von Hand schießen. Dazu können wir jetzt hier einfach den, oh, Moment, da steht was Neues. Ja, du wirst feststellen, dass dass gegnerische Systeme beschädigt oder zerstört sind, werden die Icons, wie man hier auch schön wieder sieht, rot oder orange. Wenn wir weiterhin auf die Schildsysteme hier jetzt draufschießen würden, würde das dazu führen, dass
bei den Schilden praktisch nichts mehr passiert. Wir machen nur noch Schaden an der Hülle. So weit, so einfach. Ja, und wenn die Hülle hier jetzt auf 0 ist, was bei dem hier relativ bald der Fall sein wird, dann fliegt das Schiff auseinander von dem. So, der ist jetzt voll. Schießen wir jetzt einfach nochmal auf die Waffensysteme und dann war's das. So, okay. Wir haben das Piratenschiff zerstört und wir bekommen jetzt als Lohn ein bisschen Scrap, also Schrott, was in diesem Falle die Währung hier ist, und eine neue Waffe. So, wir kriegen jetzt 100 Scrap und einen Halberd Beam. So, Waffen oder Drohnen werden zu unserem Frachtraum gebracht, wenn wir nicht mehr genug Platz in dem jeweiligen System haben. So, jetzt machen wir einen Linksklick auf den Infoscreen, damit wir unser Schiff neu ausrüsten können. So, das ist der Equipment Screen. Du kannst detaillierte Informationen über deine Waffen, Drohnen oder Augments, Erweiterungen bekommen, wenn wir einfach mit der Maus drauf gehen. Da sehen wir jetzt hier Feuerpower, die Zeit, die es braucht, um aufzuladen, ob es Missiles braucht oder nicht, wie viel Schaden das es macht und so weiter und so fort. Okay. Jetzt müssen wir den Halberd Beam gegen die Artemis austauschen. Einfach klicken und ziehen und schon haben wir das. Okay. So. Oh. Okay, jetzt hat unser Waffensystem nur 2 Energie, aber der Halberd Beam braucht 3. Und das müssen wir jetzt irgendwie nochmal in den Griff bekommen. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf das Schiff und sind jetzt hier im Upgrades-Part. Wir waren vorher bei Equipment, jetzt sind wir in Upgrades. Und jetzt können wir unser Scrap, was wir bekommen haben, benutzen, um unsere Energie ein bisschen hochzupacken. Genau, also hier sehen wir jetzt wieder die verschiedenen Systeme und wie viel Energie wir denen zur Verfügung stellen. So, das heißt, wir machen jetzt hier mal Continue. Genau, jetzt müssen wir einmal hier auf die Waffensysteme klicken. Hier unten haben wir jetzt im Moment nur 2, sieht man hier auch. Dann klicken wir einmal drauf. Dann bekommen wir 3, haben immer noch die Möglichkeit, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Aber wir brauchen die ja, wir wollen ja das Ding benutzen, also akzeptieren wir. Und jetzt könnten wir den hier ausmachen und den hier anmachen. So, wir können die Waffen hier noch arrangieren. Und je nachdem, wie wir das dann jetzt gemacht haben, werden dann die Waffen praktisch von der Energie genommen, falls wir Schaden kriegen. Also falls wir jetzt... Ach, wie rum wäre das jetzt? Falls wir jetzt hier noch die Artemis noch dazu hätten, hätten unsere 2 hier voll. Und wir würden jetzt praktisch einen Schaden bekommen, hätten nur noch eine Energie zur Verfügung, würde er zuerst dann die Waffe auf dem Platz 2 vom Netz nehmen, damit die Waffe 1 noch Energie hat. So, okay, das ist das, was wir hierzu haben. Und das war's jetzt mit den Basics. Viel Glück da draußen. So, dann drücken wir Continue, um das Tutorial zu verlassen. Gut. Wir sind wieder im Hauptbildschirm. Und spätestens hier sollten jetzt die Leute auch wieder dabei sein, die das Tutorial übersprungen haben. Das Ganze hat jetzt knapp 20 Minuten gedauert. Die werde ich auch wieder nachspielen. Also keine Angst. Wir werden jetzt ungefähr, ja, das wird ein 1 Stunden 20 Minuten Video werden. Boah. Eine ganze Menge. Ich glaube, so lange Videos habe ich bisher noch nicht auf YouTube hochgeladen. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Wir fangen jetzt ein neues Spiel an. So, hier könnten wir jetzt uns unser Schiff aussuchen. Und wir können auch neue Namen vergeben. Die Kestrel lassen wir mal. Ich habe jetzt schon das, die Torus habe ich noch freigespielt. Aber mit der spielen wir jetzt erstmal noch nicht. Sondern wir bleiben jetzt erstmal bei der Kestrel. Ah, Moment, da kommen ja noch Infos. Das Schiff wurde ausgemustert von der Föderation vor einigen Jahren. Aber, ja, ein paar kleine Änderungen und Updates machen das Schiff doch noch ziemlich bereit für den Kampf, den es jetzt noch ausstehen muss. Das behalten wir.
Und dann haben wir hier unten die Crew. Die Crew kann aus verschiedenen Leuten bestehen, aus verschiedenen Rassen. Wir werden auch verschiedene Rassen in diesem Spiel hier noch kennenlernen. Und jedes Schiff hat, hat drei verschiedene Achievements. Hier müssen wir zum Beispiel have 6 unique aliens on the Kestrel Cruiser simultaneously. Das heißt, wir brauchen da eine Crew, die aus, bei der mindestens 6 verschiedene Alienrassen dabei sind. Have every system and subsystem installed in the Kestrel Cruiser at one time. Okay, da müssen wir jetzt einfach jedes System und Untersystem auf der Kestrel installiert haben. Auch nicht so ohne. Und dann müssen wir uns dann praktisch wieder zu Full Health reparieren, wenn wir nur noch einen HP übrig haben. Das wird auch nochmal nicht so besonders einfach, das irgendwann mal zu erreichen, aber das schauen wir dann mal. So sieht das Schiff dann von außen aus. Und wir können auch unsere Crew nochmal ein bisschen anpassen. Das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Und zwar, wir nehmen jetzt erstmal die Lysandra. Die kriegt jetzt erstmal ein Männer-Outfit. Und wir... Ja, ich habe jetzt mal den Adaification und den Lobby gefragt, ob ich die denn nicht in meine Crew hier mit aufnehmen darf. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, der Gute hier heißt dann... So. Wenn ich hier ein bisschen langsamer schreibe, hat das auch seine Bewandtnis, weil... So, okay. Weil ich nämlich eigentlich im normalen Leben nicht mit dem üblichen Querzsystem schreibe, sondern... Oh Gott. Ila Dei Karis, alles klar. Dein Name in meinem Gehörgang. So, das wird der Nobby. Nee. So. Ich benutze normalerweise das Neo 2 Layout schon seit Ewigkeiten. Und dementsprechend schlecht bin ich auch mit Querz, was jetzt da das Tastatur-Layout angeht. Aber da könnte man jetzt selber noch mal eine halbe Stunde drüber erzählen. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, das bin auch ich. Okay, dann ist unsere Crew jetzt soweit benannt. Und wir können uns hier jetzt praktisch aussuchen, ob wir den Easy-Mode oder den Standard-Mode spielen. Easy-Mode bedeutet, wir kriegen mehr Geld und auch einfachere Gegner. Aber auf Hard-Mode bekommen wir praktisch nochmal einen 25% Bonus für unsere... Ja, für den endgültigen Punktesatz. Aber ich denke mal, wir spielen erstmal auf Easy. Ihr wollt ja noch was sehen. Wäre schade, wenn das Spiel jetzt schon nach 5 Minuten vorbei wäre. So, wir haben jetzt angefangen. Die Daten, die wir dabei haben, sind wichtig für den Fortbestand der Föderationsflotte. Wir werden Unterstützung brauchen für die Reise, also sollten wir versuchen, jeden Sektor wirklich zu erforschen, bevor wir zum nächsten gehen. Aber wir sollten den Ausgang erreichen, bevor die Rebellenflotte uns erwischt. Tipp, Tod. Bedenke, verlieren ist ein Teil des Spaßes. Nein, ich meine es ernst. Alles klar. Was auch immer du sagst, Kumpel. So, bevor wir unseren ersten Raumsprung machen, verteilen wir erstmal unsere Leute. So, der Adaification, der flinke Finger, der darf mal nach hinten an die Waffensysteme. Genau, der bedient dann praktisch, wenn wir kämpfen, unsere Waffensysteme und sorgt dafür, dass unsere Laser und unsere Torpedos besser treffen. Der Nobby, den lassen wir mal gerade hier vorne. Der Stratege und Taktiker, der kann bestimmt wunderbar fliegen. Und meiner einer... Ich verkrümmel mich mal in den Schildraum und sorge dafür, dass sollten die
sollten wir in einen Kampf geraten und der Gegner unsere Schilde angreifen, dass die möglichst schnell wieder hochkommen. Klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ist jetzt auch egal. Gut, dann fangen wir mal an. So, wo springen wir denn hin? Wir müssen hier zu dem Ausgang. Ich würde sagen, wir probieren es auf dieser Route hier und schauen mal, wo wir landen. So, okay, wir finden eine automatische Rebellendrohne, die einen kleinen Treibstoffaußenposten attackiert. Die sieht nicht so aus, als wäre sie sonderlich stark. Ja, wir können jetzt eingreifen und den Außenposten verteidigen oder wir können uns einfach still und heimlich aus dem Staub machen. Aber da ich die Hoffnung habe, dass wir dann noch ein bisschen Treibstoff von denen bekommen, stellen wir uns einfach mal dem Kampf. So. Okay, jetzt erkennt die Drohne praktisch, dass wir eigentlich die größere Gefahr sind und deshalb greift sie jetzt uns an und nicht mehr den Außenposten. Naja, ob das gut ist oder nicht, werden wir sehen. So. Wir pausieren gerade nochmal. Jetzt kriegt erstmal unser Antrieb volle Energie, damit wir besser ausweichen können. Und wir aktivieren unsere Laser. Die schießen, glaube ich, 3 Schüsse ab. Und zielen erstmal auf die Waffensysteme, weil da dürfte dann das dürfte mal das Wichtigste erstmal sein für uns. So, jetzt laden wir hier auf und hoffen mal, aktivieren noch Autofeuer, bevor wir es vergessen, wäre etwas unschön. Gut. Und da haben wir schon unseren ersten Schaden bekommen, weil die Schilde nicht schnell genug wieder oben waren. So, und jetzt sieht die Sache schon wieder etwas besser aus. Jetzt haben wir, seine Waffen soweit zerstört. Er kann die jetzt nicht mehr benutzen. Und ich denke mal, wir bleiben jetzt einfach genau auf der Strategie, weil da wird uns wahrscheinlich das Wenigste passieren. Also ich habe in dem Spiel hier schon echt Runden gespielt. Also ich habe schon einige Stunden damit verbracht, mit diesem tollen Spiel. Und da ging es mir schon manchmal, ging mir ganz schön die Düse stellenweise. Das werdet ihr aber auch nochmal erleben, hoffe ich mal. So, das Schiff bricht auseinander und wir schnappen uns, was wir können. Wir kriegen jetzt 2 Fuel, einen Satz Drohnenteile und 14 Scrap. So, und dann ruft uns der Außenposten, nachdem wir den Scout zerstört haben. Danke für die Hilfe. Wir wurden schon die ganze Zeit von diesen Drohnen hier belästigt. Bitte nimm dies auf das Haus. So, da kriegen wir nochmal 2 Treibstoff, einen Drohnenteil und 25 Scrap. Die nehmen wir doch auch mal direkt mit. Und dann würde ich sagen, sind wir hier soweit fertig und springen zum nächsten Ort. Mal schauen. Wir können jetzt direkt hier runter. Das machen wir doch auch gleich. Oh, ein Asteroidenfeld. Und ein Piratenschiff, das da drinnen wartet. Und ja, es fängt direkt keine großen Worte, sondern es fängt direkt an, uns zu attackieren. So, okay, das heißt, wir drehen jetzt bei und fangen damit auch an. Lassen wir uns doch nicht gefallen hier. So, Waffensysteme sind hier. Die Asteroiden machen regelmäßig einen Schaden zu unseren Schilden. Da passiert dann nämlich genau das hier. So, das gegnerische Schiff scheint seinen Hyperraumantrieb zu aktivieren. Die versuchen abzuhauen. Okay, das bedeutet jetzt für uns... Au! Oh. Okay, die sind jetzt vom Asteroiden getroffen worden. Alles klar, du gewinnst. Hier ist ein bisschen Equipment. Von unseren Frachträumen. Lass uns bitte allein. Jetzt können wir sagen, okay, wir nehmen die 2 Missiles, die Drohnenteile und das Geld. Oder wir lassen die jetzt einfach kaputt, machen die jetzt einfach kaputt. Aber wir sind ja lieb. Wir akzeptieren ihre Aufgabe und lassen sie in Ruhe.
Schilde. Hallo. Ich hätte gerne noch Schilde, bevor genau das passiert. Tolle Wurst. Ey, sag mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier jetzt einfach mal einen Raumsprung zu machen, aber ich denke mal, hier werden wir sonst nicht mehr fertig. Ach, Mann, das ist ein bisschen... Oder warte mal, ich habe eine andere Idee. Der Ada kann mir gerade noch ein bisschen helfen mit dem... Oh, okay, das ist natürlich auch relativ ungeil. So, jetzt sind wir hier zumindest mal ein bisschen besser dran. So, und jetzt müssen wir hier rein, das Loch flicken. Und sobald das Loch jetzt geflickt ist, alle Mann wieder raus. Und warten, bis wir hier wieder genug Luft drin haben, dass wir uns in Ruhe bewegen können. Derweil gehe ich nochmal rüber und kümmere mich mal um den Maschinenraum. Und wenn wir hier aufmachen, kommt vielleicht ein bisschen mehr Luft rein. Zumindest hoffe ich das. So. Jetzt kann der Ada gerade nochmal rein, kann jetzt hier das alles nochmal flicken. Das war eng, Leute. Schon wieder. Aber manchmal sind das dann echt solche Kleinigkeiten. Das ist total Wahnsinn. So. Okay, das hier ist fertig. Das ist fertig. Jetzt gehe ich auch nochmal hier rein. Lass mich noch fertig heilen. Und der Ada kann wieder auf Posten gehen. Der Noppy ist soweit noch fit. Und sobald ich hier wieder fit bin, gehe ich auch wieder auf Posten. Und dann machen wir noch die Tür zu. Und spätestens nach dieser Aktion hier ist es, glaube ich, Zeit, unser... Available when the ship is... Ja, okay. Also wir können das Ganze noch nicht. Das heißt, bei nächster Gelegenheit mache ich hier nochmal kurz auf und packe uns mal noch ein bisschen einen zusätzlichen Schild drauf. Das wäre, glaube ich, mal eine Maßnahme. Oh! Okay, eine Siedlung ist immer noch loyal zu der Föderation und ruft unser Schiff. Die haben Waffen und Hilfe für uns, damit wir besser vor den Rebellen abhauen können. Wir kriegen jetzt 14 Scrap und die Pegasus-Missile. Na, das ist doch mal was. Okay, jetzt können wir aber unser Schiff benutzen. Und zwar, wir machen jetzt hier für 50 zwei neue Energiebalken, damit wir einen neuen Schild bekommen. Und hier kriegen wir nochmal für 40 dann nochmal zwei neue Reaktorteile. Und wenn wir das jetzt so nehmen, können wir unseren Schild nochmal verbessern. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schilde. Und die Pegasus schießt zwei Missiles, die jeweils zwei Schaden machen und durch alle Schilde durchkommen. Jetzt gucken wir uns das gerade nochmal hier im Equipment an. Ja, 20 Sekunden. Und braucht dann nochmal, verbraucht eine Missile dabei. Gut, die können wir sogar benutzen, wenn wir denn genug Energie für den Reaktor haben. Aber so ausgestattet machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar zum Store macht es keinen Sinn, weil wir kein Geld haben. Das haben wir gerade eben alles verballert. Wir fliegen jetzt zum Exit. So, jetzt sind wir im Nebel. So, der Rüberraumknotenpunkt ist in diesem Nebel versteckt. Wenn die FTL-Antriebe aufgeladen sind, können wir zum nächsten Sektor springen. Alles klar. Und bis dahin haben wir jetzt erstmal andere Probleme. Ah, doch nicht. Okay, das heißt, also in dem Nebel seht ihr schon, da können wir praktisch nichts sehen. Wir wissen nicht, was auf dem Schiff los ist, weil unsere gesamte Schiffsüberwachung hier unten... Ja, temporary disabled by enemy or location. In dem Fall aufgrund von unserer
Location, weil wir einfach in diesem Nebel sind und deshalb unsere Sensoren nicht funktionieren. Und jetzt springen wir mal schnell in den nächsten Sektor. So, wir können uns jetzt aussuchen, wo wir denn hin wollen. Wir könnten jetzt von hier aus in einen Engie-Controlled-Sektor, das heißt hier oben lang. Oder wir können in einen Sektor, der von Piraten kontrolliert wird, hier unten lang. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen uns die vermeintlich einfachere Route und fliegen dann hier so zu unserem Zielort. Ist zumindest mal der Plan. Ob es klappen wird und wie weit wir kommen, weiß ich nicht. Ich habe das Spiel bisher noch niemals durchgeschafft. So, wir sind jetzt im Engie-Raum. Die Mantis haben die Engie-Heimatwelten schon bedroht, aber wir sollten in der Lage sein, unsere Vorräte etwas aufzustocken hier. Dann machen wir das auch. So, hier gibt es irgendein Notsignal. Ist immer eine gute Sache, dahin zu fliegen. Immer vielleicht nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass es uns dann da zerlegt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann dort irgendetwas Gutes bekommen, ist relativ hoch. Und deshalb fliegen wir da jetzt auch hin. Ich würde sagen, wir machen unsere Route ungefähr hier so. Okay. So, ein Schiff ohne Lebensformen innerhalb eines nahen, dichten Asteroidenfeldes. Hat das Notsignal gesendet. Schauen wir mal nach. Könnte gefährlich sein. Wir haben ja extra jetzt unsere Schilde aufgerüstet. Insofern sollten wir da doch hoffentlich ganz gut durchkommen. Wir suchen mal nach dem Schiff. Ah, okay. Wir haben ein Piratenschiff gefunden. Beschädigt und verlassen. Wir nehmen uns, was wir finden können und hauen wieder ab. Wir finden jetzt 2 Treibstoff, 2 Missiles und 13 Scrap. Sehr schön. Hätte jetzt natürlich auch sein können, dass wir da drinnen jetzt irgendwie unsere halbe Hülle verloren hätten und was weiß ich nicht alles. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal diese Location hier. Deshalb, also man weiß nie, was hier jetzt wirklich passiert. So, wir kommen gerade an, um zu sehen, wie ein ungewöhnlich gut bewaffnetes Engie-Schiff zerstört wird von einem kleinen Piratenschiff. Oh oh, ein Teleporter-Signal ist da. Wir haben Eindringlinge an Deck und wir haben die Türen immer noch nicht gut. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. So. Okay, ein junger Mantis ist in der Chat-Uni. Ja, ein junger Mantis in Uniform hat sich auch bei uns an Deck teleportiert. Er bittet uns um Asyl vor den Engie und bietet uns seine Hilfe an im Austausch für unseren Schutz. Die Engie haben das Teleporter-Signal zu uns jetzt schon mal zurückverfolgt und ja, die schlagen uns einen Deal vor im Austausch für den Gefangenen. Wir können jetzt entweder mit dem Mantis gegen die Engie kämpfen oder wir können den Mantis ausliefern. Ich würde mal sagen, Crew ist eigentlich immer ganz gut hier, zumal wir eigentlich immer noch unterbesetzt sind, weil wir niemanden für den Maschinenraum haben. Deshalb werden wir jetzt einfach mal gegen das Engie-Schiff kämpfen, in der Hoffnung, dass sie nicht allzu stark bewaffnet sind. Ansonsten haben wir leichte Probleme. Okay. Tolle Wurst. Okay, also der Mantis hat uns jetzt gerade eben gewaltig verarscht, hat unser gesamtes Schiff sabotiert und dann wieder sich wegteleportiert. Tolle Wurst. Okay, das bedeutet jetzt,
Wir sitzen immer noch in der Scheiße, was das angeht. Hehe. Und müssen gegen den hier kämpfen. So, der kriegt jetzt aber erstmal ordentlich Laser vor den Latz. Und zwar einfach mal hier, würde ich sagen. Damit die Sache schon mal durch ist. Das ist übrigens eine Drohne. Um eine Drohne benutzen zu können, braucht man einen Drohnenkontrollraum. Der sitzt hier. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, legen wir los. In der Hoffnung, dass der nicht allzu viel waffenmäßig auf der anzubieten hat. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt schon mal die Waffensysteme teilweise zerstört. Das ist angenehm zu wissen. Okay, gut. Die Waffensysteme sind jetzt runter. Als nächstes kümmern wir uns mal um die Schilde. Schilde sind auch runter. So, dann ist die Drohne als nächstes dran. Und da ist das Schiff schon kaputt. Okay, das Schiff explodiert und hinterlässt jede Menge brauchbaren Schrotz. Wir nehmen mit einmal Treibstoff, einmal Drohnenteile und 30 Scrap. Und was ich gerade eben noch gesagt habe, als wir das Teleporter-Signal hatten, wir können hier unsere Türen verbessern. Das heißt, wir können jetzt hier Blast Doors einbauen. Die haben den Vorteil, dass sich dann Feuer nicht so leicht ausbreitet und dass unsere Gegner da nicht so leicht durchkommen. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Weil das die Sache echt vereinfacht. Ich habe hier schon ziemlich oft das Problem gehabt, dass ich irgendwo ein Feuer hatte und habe das einfach nicht ausgekriegt, weil ich die Leute nicht so positionieren konnte, dass ich jetzt hier über die Luftschleusen das ausmachen konnte. Das war schon heftig. Okay, jetzt haben wir hier wieder ein Distress-Signal. Da fliegen wir, glaube ich, auch mal hin. Gucken mal, was da so Sache ist. Okay, wir kommen an und werden direkt unter Beschuss genommen von einem Piratenschiff. Ja, das war eine Falle, eindeutig. So, dem packen wir wieder die Laser auf die Waffensysteme. Altbekannte Geschichte. Und gib ihm. Noch läuft ja alles. Okay, die Rakete von dem hat glücklicherweise nicht getroffen, sonst hätten wir jetzt ein kleines Problem gehabt unter Umständen. Waffensysteme sind hin. Und das bedeutet jetzt, wir können uns jetzt um die Schilde von dem kümmern. Resist, resist. Okay, jetzt sind die Waffensysteme von dem wieder online. Ist natürlich... Oh, okay, alles klar. Ja, was haben wir? Das Schiff explodiert und wir bekommen einmal Treibstoff, zwei Missiles und 27 Scrap. So, jetzt haben wir hier einen Hüllenbruch im Schiff. Da schicken wir jetzt erstmal den Ada rein und ich komme da auch nochmal direkt mit. Damit das Ganze ein bisschen schneller wieder gefixt wird, weil Hüllenbruch ist eigentlich nie besonders toll. Und jetzt schnell hier wieder raus. Und ja, wieder Energie bekommen, bevor hier irgendetwas schief geht. So. Okay, ich würde mal sagen, uns geht es jetzt soweit wieder gut. Wir warten jetzt noch einen Moment, bis hier wieder komplett Luft drin ist. Machen wir mal kurz die Tür auf, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Ja, das kann nämlich auch passieren, dass dann irgendwelche Waffen von den Gegnern hier irgendwo erstmal einen Hüllenbruch verursachen. Und wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir so langsam aber sicher mal ins Trockendock kommen. So, dann springen wir doch mal hier runter, Richtung Ausgang. Oh, da ist ein Mantis Scout. Ah, okay, der greift irgendein ziviles Schiff an. Und
die funken uns jetzt an und sagen, ey, du, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, sonst bist du der Nächste. Aber ich schätze mal, dass eher, dass der hier der Nächste ist. Und deshalb greifen wir jetzt hier einfach mal ein. Okay, ja, wir drehen bei, aktivieren unsere Waffen und ja, kümmern uns um das Mantis-Schiff. Okay, das heißt, der kriegt jetzt hier erstmal einen auf die Waffensysteme, wie üblich. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. So, Waffensysteme sind hin. Dann kommen als nächstes wieder mal die Schilde dran. Und nachdem die Schilde wieder da sind, geht es wieder auf die Waffensysteme zurück. Und da ist er hin. Okay, wir haben jetzt 2 Treibstoff, einmal Drohnenteile und 22 Scrap. Und wir funken jetzt mal das zivile Schiff an. Das made fast retreat. Ja, okay, die haben, während wir mit den Mantis gekämpft haben, sinnvollerweise mal den schnellen Rückzug geprobt. Das heißt, von denen bekommen wir nichts. Jetzt wäre hier oben noch ein Store, wo wir hin könnten, um uns aufzuladen. Aber da ist mir der Umweg jetzt ein bisschen groß. Wir sind auch noch relativ gut bestückt. Die Hülle geht soweit auch noch. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal zum Ausgang. Ja, okay. Das heißt wieder, dass wir am Ausgang sind. Nichts Ungewöhnliches. So, die Scanner zeigen intelligente Lebensformen auf einem nahen Planeten. Wir haben noch nie etwas derartiges in unseren Datenbanken gesehen. Wir fliegen jetzt einfach mal hin und schauen uns die doch mal an. Frisst ja kein Brot, in der Hoffnung, dass, wir werden sehen. So. Wir landen ein kleines Shuttle in einem riesigen Feld, das nur von kleinen, hellfarbenen, sechsfüßigen, pferdeartigen Tieren bewohnt wird. Könnten sie sein, was wir, könnten die sein, was wir auf den Scannern gesehen haben? So, wir können jetzt versuchen, mit denen zu kommunizieren. Wir können die einfach mitnehmen. Oder wir können einfach so verschwinden. Ich würde mal sagen, wir probieren zu kommunizieren, weil, das dürfte auf jeden Fall am ehesten noch etwas bringen. Na gut, okay, wenn wir versuchen, die mitzunehmen, bringt uns das natürlich auch etwas, aber da bin ich nicht so der Freund von. So, okay, ja, keine unserer Versuche zu kommunizieren scheinen zu funktionieren. Sie schauen uns nur still an. Als wir uns aufmachen, um zu gehen, kommt eine von den Kreaturen und stoßt uns weg von dem Schiff. Er scheint zu wollen, dass wir ihm folgen. Die Kreaturen geben uns ein altes, also führen uns zu einem alten Enkisch-Schiff, das irgendwo hier abgestürzt ist. Und drinnen sind wir in der Lage, noch ein Find and Reactivate an Engi. Ah, okay, wir bekommen einen Engi nochmal dazu. Das ist ein weiteres Clue-Mitglied, so wie es ausschaut. Und dazu bekommen wir noch 2 Treibstoff, 2 Missiles und 19 Scrap. Und jetzt haben wir den Oni noch mit dabei an Bord. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Der geht jetzt erstmal nach hinten in den Maschinenraum. Und jetzt kann ich noch ein bisschen was zu den verschiedenen Rassen erzählen. Nämlich, das hier sind jetzt die normalen Menschen. Die haben keine besonderen Fähigkeiten. Aber die verschiedenen Rassen haben jeweils auch nochmal verschiedene Fähigkeiten. Die Engi, ja, es ist unklar, ob die Engi teilweise organisch oder nur rein mechanisch sind. Aber es ist wohl bekannt, dass sie großartige Ingenieure sind. Ja, die haben eine doppelte Reparaturgeschwindigkeit, allerdings fügen die nur den halben Schaden zu, wenn sie kämpfen.
Und dementsprechend kann man dann auch seine Crew dann praktisch zusammensetzen und im Schiff verteilen, falls man denn irgendwelche besonderen Umstände hat. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel einer, den ich nicht unbedingt in einen Kampf schicken wollte. Dafür gibt es bessere Rassen. Und wir fliegen jetzt einfach mal weiter zum nächsten Sektor. Ich würde nämlich sagen, die Tour hier hat sich richtig gelohnt. So, wir können jetzt einmal in einen Nebel fliegen oder in die Mantis Homeworlds. Und ich würde mich jetzt sogar fast dafür entscheiden. Ja, sollen wir jetzt den Nebel nehmen oder die... das ist schwierig. Ich glaube, wir fliegen in die Mantis Homeworlds, weil die Nebel mag ich eigentlich überhaupt nicht. So, wir haben eine schwach kartografierte für das Gebiet von im Weltraum erreicht, das bekannt ist, dass es die Heimat der Mantis ist. Wir sollten zuschauen, dass unsere Hülle soweit in Ordnung ist und dass wir genug Fuel im Tank haben, um es zu schaffen. Ja, das klingt nicht so, als würden die uns hier jetzt wunderbar toll erwarten. Da oben ist der Ausgang, scheint ja nicht allzu weit zu sein. Wir nehmen mal diese Route hier. Immer auf direktem Weg. So. You spot a Mantis ship hunting in the distance. Ja, es ist ein Mantis-Schiff, das hier irgendwo jagt. Wir können jetzt dem zivilen Schiff da helfen oder wir können einfach da uns raushalten. Au, ich sehe auch gerade mit, was die alles bestückt sind. Die haben hier noch einen Teleporter dabei. Und auf das Ding habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Das bedeutet nämlich, dass die dann bei uns hier sich rein teleportieren. Wobei, mit den Blast Doors, die wir haben, könnte das sogar funktionieren von unserer Seite aus. Aber ich habe da nicht so wirklich die Lust drauf, dass die uns dann da soweit fertig machen. Andererseits kann ich es euch auch einfach mal zeigen, nur damit ihr es mal gesehen habt. Wir sind ja momentan, was die Crew angeht, recht gut dabei. Deshalb schauen wir doch mal. Ja, wir drehen jetzt wieder bei und greifen das Mantis-Schiff an. Heute nicht. So. Dann, was machen wir zuerst? Zuerst greifen wir die Waffensysteme an. Okay, wir haben Eindringlinge in der Luftschleuse hier. Das ist insofern ganz angenehm, dass wir die erstmal irgendwie, dass die sich erstmal hier durchkämpfen müssen. So, was machen wir jetzt? Der Gecko geht jetzt erstmal hier rein. Und dann gehen die beiden nachher zusammen da rein und machen zumindest die mal teilweise fertig. Und dann ziehen wir vielleicht sogar noch den Adaification dann ab. So, jetzt muss ich hier auf die Lebensanzeige von unseren Leuten achten. Da, nämlich genau, falls so etwas hier passiert. Jetzt geht der Oni in die Krankenstation. Und ich glaube, wir nehmen den Ader noch mit. Und der... da bin ich auch schon so gut wie tot. Okay, wie sieht's denn da drüben eigentlich aus? Ja, das passt doch soweit. So, der Oni ist soweit schon fast wieder fit genug, um da wieder reinzukommen. Und jetzt ist der Ader so gut wie tot. Und der ist auch wieder gut. Der kann jetzt auch wieder hier rein. Und jetzt kann der Oni wieder in die Krankenstation. Das ist immer so, dass... So, der Ada kann jetzt hier gerade mal nachhelfen. Und der hier
hier wieder in die Krankenstation. Uah, gerade so. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich knappe Geschichte hier. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich die Zeit nachzugucken, was die hier eigentlich treiben. Solange die nicht auf uns schießen können, ist alles für mich erstmal in Ordnung. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Mantis hier irgendwie tot kriegen. So. Jetzt ist der Oni schon wieder so gut wie fertig. So, dann kommt der hier wieder hier dazu. Oh! Okay, die haben... Oh, Leute. Gerade als es anfing für mich so wirklich... Ja, das Mantis-Schiff bricht auseinander. Wir bekommen 2 Missiles, einen Drohnenteil und 26 Scrap. Also Leute, ich habe gerade eben echt Schisse gehabt, weil wenn die uns jetzt hier die Sauerstoffversorgung abgeschnitten hätten, dann hätten wir ein klitzekleines Problem gehabt. So, jetzt versuchen wir mal das zivile Schiff zu kontaktieren. Ja, es scheint, dass die Crew den Angriff nicht überlebt hat, aber wir holen uns, was wir kriegen können. 2 Fuel, einen Drohnenteil und 16 Scrap. Alles klar, jetzt gucken wir nochmal. Wir sind auch soweit gut ausgestattet. Der kann wieder zurück in den Maschinenraum. Der geht jetzt gerade nochmal schnell zum Heilen. Das geht hier alles ganz fix. So. Der Ader ist voll, der ist voll, der ist voll, der ist voll. Alles klar. Also nicht voll im Sinne von voll voll, sondern voll im Sinne von voller Lebensenergie. So, dann auf zum nächsten Punkt. Das wird ja noch witzig hier. Zum Glück sind es nicht mal allzu viele. Ich bin jetzt auch am Überlegen, ob wir unser Schiff noch ein wenig aufrüsten sollen. Aber ich habe jetzt momentan, sehe ich noch nicht so ganz... Oh, nö. So, ja, wir kommen aus dem Hyperraum und sehen, dass wir ziemlich nah an einem Stern sind. Wir bekommen einen Nachricht von einem Piratenschiff. Ich bin froh, dass ihr erreicht habt. Unser Schiff ist beschädigt und wir werden langsam aber sicher verzweifelt. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn wir euers nehmen. Okay, ach Gott, wir haben schon wieder Gegner bei uns auf dem Schiff. Das wird jetzt toll, weil 3 Stück auch noch. Die haben es noch nicht mal alle. Okay, du bleibst du da rein und du da rein. Okay, wir haben jetzt nur die hier am Hintern. Allerdings, durch den Stern werden bei uns im... Ich habe bessere Idee. Wir räuchern die aus. Und zwar, solange wir die hier drinne sind, wir kümmern uns um den einen, machen hier alle Türen auf und lassen dann die zwei hier einfach, Sauerstoff tot sterben. Obwohl, ich glaube, die Idee ist nicht so besonders toll. So, komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Und da haben wir schon wieder das nächste Problem. Jetzt müssen wir nämlich zugucken, dass wir, dass wir hier... Okay, das ist alles wieder ganz. So, jetzt haben wir hier das nächste Feuer. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier... Auch so, schnell da rein.
Oh, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, da ist der erste gestorben. Verdammt, 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 verdammt. Wir brauchen Sauerstoff, Leute. Wir brauchen unbedingt Sauerstoff. Okay. Okay, gut. Das war's dann. Okay, so schnell kann es jetzt gehen. Alle Crewmember sind tot. Dein Schiff wird für die alle Ewigkeit hier jetzt noch herumtreiben. Oder bis irgendjemand es zerstört. 460 Punkte, neuer Highscore, alles klar. Okay, ja, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Selbe Crew, selbes Schiff. Weil wir sind jetzt gerade so eine Stunde am Spielen. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Mal gucken, wie weit das wir kommen. Und ja, dann sehen wir einfach mal. So. Selbes Spiel wie die ganze Zeit. Da vorne geht's durch den Nebel. Das machen wir doch auch gleich. Ja, wir sind mitten in einem Plasmasturm. Ja, und die Rebellen-Scouts scheinen dort auf uns gewartet zu haben. Tolle Sache. So, der Nobby bleibt wieder mal hier. Der Ada wieder nach da hinten. Und ich wieder nach da. Wieso haben wir keine Energie für den... Oh. Wir haben jetzt gerade ein klitzekleines Problem. Wir haben nämlich keine Energie. Was soll denn der Käse hier? Na gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übel unseren Antrieb abschalten, damit wir dem mit der Artemis einen vor den Latz knallen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, das wird heftig. Okay, gut, das hat schon mal soweit funktioniert. Hauptsache, die Lebenserhaltung ist weiterhin online, weil, ja, wir haben irgendwie verdammt wenig Energie hier aktuell. Ah, okay, wir müssen jetzt wieder von Hand das Ganze machen. Ist das ein Käse? So. Der nächste Schuss geht dann erstmal auf die die Schilde brauchen sie eigentlich. Nehmen wir mal die... Ja, die Sauerstoff, genau. Das ist erstmal wichtig, die Lebenserhaltung. Dann kriegt sie noch einen auf den Antrieb. So, und bevor die jetzt nochmal auf dumme Gedanken kommen, machen wir nochmal die Waffen kaputt. Und da haben unsere Waffen gerade so gereicht. Wir finden 3 Treibstoff, eine Missile und 16 Scrap. Alles klaro. Und jetzt sollten wir unbedingt mal gucken, dass wir hier wieder irgendwie wegkommen. So, das sieht doch mal gut aus. Da werden wir hoffentlich auch... Ja, da haben wir jetzt wieder, endlich wieder Energie. So. Wir werden direkt von einer Siedlung kontaktiert. Die wollen für uns ein bisschen Söldnerarbeit haben. Wir hören uns mal an, was sie zu sagen haben. Einige sind von ihren Freunden sind jetzt Piraten geworden und wir sollen sie jetzt überzeugen, in danzigen Anführungszeichen, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war. Ja, die bezahlen uns, solange wir die nicht alle töten. Klingt nicht so verkehrt. Just be sure not to blow them up. Ja, passt nur auf, dass ihr sie jetzt nicht in die Luft jagt. Sagen sie nervös, als sie uns jetzt da zu einem nahen Mond schicken und dort finden wir das Piratenschiff, das dort angedockt ist. Die sagen uns direkt, als sie uns sehen, euer Geld oder euer Leben. Ja, so muss es jetzt sein.
Okay, ich habe gerade eben gesehen, uns fehlt ein bisschen Energie an einigen Stellen. Ups. So, und da ballern wir erstmal auf die Waffensysteme. Die haben noch eine Drohne mit dabei. Aber die haben keine Drohne draußen. Interessant. Okay, dann fangen wir mal an. Oh, und alle drei gingen daneben. Mein Gott. So, und der nächste? Ja, wir haben ihre Waffensysteme zerstört. Der nächste geht dann jetzt mal auf den Antrieb, damit sie dort... Und hier vorne können sie auch nochmal ein bisschen Feuer vertragen. Okay, so, das heißt, der Raum ist auch kaputt. Dann können wir jetzt wieder auf die Waffen. Die sind ja echt nicht so besonders toll ausgestattet. Ja, und jetzt rufen sie uns. Ihr gewinnt. Wir sind dafür nicht ausgestattet. Ja, wir lassen sie jetzt am Leben und bringen sie zurück zu der Siedlung. So, mit den Piraten, die wir jetzt von ihrer Karriere abgebracht haben, gehen wir zurück zu der Siedlung. Danke, dass ihr sie uns zurückgebracht habt. Moment. Ah, okay. Danke, die sind zurückgekommen, bevor ihr angekommen seid. Ich denke, wir werden das nicht mehr länger brauchen. Wir bekommen 19 Scrap und eine kleine Bombe. Ja, 2 Schaden, aber macht keinen Schaden an der Hülle. Okay, das können wir auch auf unser eigenes Schiff benutzen, aus welchem Grund auch immer. Ich habe es noch nicht so ganz gesehen. Ah, das können wir vielleicht benutzen, wenn wir Eindringlinge haben, um die dann dort ja, festzuhalten. Und wir... ein Asteroidengürtel. Okay. Und wir haben wieder einen automatischen Rebellen-Scout. Und den müssen wir jetzt erstmal wieder kaputt machen. Der Vorteil ist, dass der Asteroidengürtel uns wahrscheinlich jede Menge Arbeit abnehmen wird. Wir könnten hier nur rumsitzen und... vergesst, was ich gerade eben gesagt habe. So, das Schiff explodiert und wir bekommen 2 Fuel, eine Missile und 24 Scrap. Und jetzt müssen wir hier warten, bis unser Hyperraumantrieb ganz ist. Aber was ich gemeint habe, ist, der hat kein Schild gehabt. Und dadurch wäre praktisch jeder Asteroid, der ihn erwischt hätte, ein Treffer gewesen. So, hier ist ein Store. Da fliegen wir doch mal direkt hin und gucken mal, was die anzubieten haben. So, Ship Engineer has set up a small shop here. Oh, und wir können... Was können wir denn alles kaufen? Gucken wir mal. Wir können uns Crewmitglieder kaufen. Sehr angenehme Sache. Dann haben wir hier zum Beispiel, das sind jetzt wieder die Engie, die wir vorher schon gesehen haben. Wir haben noch Jax von den Mantis. Ja, das ist so das Pendant zu den Klingonen in Star Trek, kann man jetzt mal sagen. Doppelter Schaden im Kampf, 1,2-fache Bewegungsgeschwindigkeit, allerdings dafür können sie nur halb so schnell reparieren. Aber ich glaube, den nehmen wir doch mal mit. So, dann lassen wir unsere Hülle noch flicken und nehmen noch Treibstoff mal mit. Und vielleicht noch 2 Missiles, weil die werden wir definitiv brauchen. Hier können wir jetzt noch einen Crew-Teleporter holen, mit dem wir dann unsere Crew zu den anderen Schiffen teleportieren könnten. Und wir könnten ein Cloaking-Device noch kaufen, das unser Schiff praktisch unsichtbar macht zeitweise für die Gegner. Aber habe ich es noch nie benutzt, ist mir auch ein bisschen teuer. Wir haben auch nicht das Geld dazu, ganz nebenher gesagt. Und deshalb lassen wir es jetzt einfach mal so, wie es ist und schicken den Jax mal nach hinten. Da können wir jetzt mal noch kurz gucken, wie unsere Leute inzwischen drauf sind. Ja.
passt alles soweit. Und dann springen wir zum Ausgang. So, okay. Übliche. So, wir finden eine verlassene Minenstation auf einem nahen Mond. Und ein schneller Scan zeigt, dass okay, da fehlt ein Punkt. Also ein schneller Scan zeigt, dass es keine Lebensformen gibt, aber wir finden immer noch eine Menge ein Thronenschema, nämlich die Defense Throne Mark II. Gut, dann sind wir hier jetzt soweit fertig und können in den nächsten Sektor springen. Da hinten sehen wir dann immer die Rebellen, die dann nachkommen. Und wenn wir dann praktisch in dem Bereich hier sind, dann wird es richtig, richtig kriselig für uns. So, da ich jetzt hier aber nicht ganz so lange jetzt noch zocken will, nehmen wir uns doch jetzt einfach mal den rebellenkontrollierten Sektor vor. Das heißt, wir nehmen dann die Route hier ganz unten rum. Einfach nur, weil wir es können. So, ja. Wir werden sehr vorsichtig sein müssen in diesem Sektor. Die Rebellen haben volle Kontrolle und sind ohne Zweifel auf der Suche nach uns. Ja, ich habe mir es schon fast gedacht. Da geht jetzt nochmal kurz der Avira auf. Den muss ich zumachen wieder. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Route hier oben rum. Und schauen mal, wo wir hinkommen. Oh, schon wieder ein Asteroidenfeld. Tolle Wurst. Okay, ja. Ein automatischer Rebellen-Scout ist jetzt hier. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den tot kriegen irgendwie. Und so ein Asteroidengürtel ist echt eine uncoole Angelegenheit. So, aber immerhin... Ja, dann passiert nämlich genau sowas hier. Dass wenn die dann uns die Schilde runtergeschossen haben, erwischt uns gerade so ein Asteroid oder eben so wie jetzt hier. Immerhin haben wir dem jetzt die Waffen kaputt geschossen. Das ist schon mal ganz viel wert. So, der geht jetzt nochmal auf die Schilde. Auf die Waffen so rum. Und danach schießen wir jetzt wieder auf die Schilde. Dann kann nämlich vielleicht das Asteroidenfeld ein bisschen Arbeit für uns übernehmen. Nämlich genau so. Genau das habe ich gemeint. So, okay, wir kriegen 3 Fuel, einen Thronenteil und 33 Scrap. Und jetzt springen wir mal direkt weiter, weil ich würde jetzt eigentlich ja gerne unser Schiff so weit aufrüsten, dass wir mal noch einen zweiten Schild bekommen. Aber das kann ich hier leider nicht machen. Okay, wir sind jetzt wieder durch... Wir stolpern wieder über einen, über einen Aufklärer der Rebellenflotte. Ja, die bemannen gerade ihren FTL und werden ohne Zweifel die Flotte warnen, wenn wir die jetzt nicht vorher kaputt machen. Das bedeutet... wie macht der... Okay, das heißt, wir werden die Artemis zusätzlich nehmen und alles auf den Antrieb packen. Erst einmal. Oder wir schießen mit dem nochmal da drauf. Und Attacke bitte. In der Hoffnung, dass das jetzt hier so funktioniert. Weil wenn die jetzt hier machen, dass wenn die jetzt hier wegkommen, haben wir ein Riesenproblem. So, okay, die fliegen jetzt erstmal so schnell nirgends mehr hin. Jetzt können wir uns nochmal um die Waffen kümmern. Jetzt müssen die erstmal das hier reparieren und das hier reparieren, bevor die abhauen können. Das ist schon mal viel wert. Und die haben es nicht geschafft. Das ist sehr gut. So, wir bekommen 2 Fuel, 2 Missiles und 21 Scrap. Sehr gut. Und jetzt werden wir uns erstmal noch ein zweites Schild leisten. Ja.
Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal nur mit einem Energie für den Antrieb auskommen. Aber das wird erstmal gehen, weil ich denke, das zweite Schild ist vorerst mal noch wichtiger. Und dann fliegen wir hier runter. So, ja, ein automatisches Rebellenschiff, ja, das beschützt eine Rebellenradarstation. Wir gucken uns die Station mal an, würde ich sagen. Das Schiff hat allerdings ein Cloaking-Device, das heißt, sie können sich unsichtbar machen. Okay. Ja, das ist wieder das alte Problem. Solange wie der jetzt hier unsichtbar ist, können wir nichts tun. Dann nehmen wir erstmal das... Oh gut, okay, der kann nicht durch unsere Schilde durch. Das ist sehr schön. Ja. Nehmen wir jetzt erstmal das Cloaking-Device unter Beschuss. Dann als nächstes die Waffen. Das heißt nämlich, der kann sich jetzt vor uns nicht mehr verstecken. Und solange der sich jetzt... vor uns jetzt nicht mehr verstecken kann, bedeutet das automatisch auch, dass wir dem jetzt hier ungehindert praktisch, ja, ordentlich einen reinwirken können. Und tot ist er. So, wir nehmen uns, was wir können und fliegen zu der Station. Es scheint Relais-Informationen über die Rebellenflotte zu haben. Wir könnten versuchen, uns da rein zu hacken und den Rebellen falsche Informationen zu geben. Das machen wir doch auch gleich. Mal gucken, was passiert. The firewalls proved too difficult to buy. Okay, die Firewalls sind zu gut für uns, als dass wir dran vorbeikämen. Als wir uns gerade auslocken wollen, stolpern wir über Informationen über die umgebenden Gebiete hier. Wir haben jetzt eine... unsere Karte ist ein bisschen besser geworden. Und zwar, wir sehen jetzt hier vorne, possible ship detected. Da unten, unvisitable Asteroidenfeld. Das ist da, wo wir hergekommen sind. Auch wieder Asteroidenfeld, das ist immer ganz nett zu wissen. Wir fliegen jetzt mal runter zu dem Store und schauen mal, was die dort anzubieten haben. So, wir kommen zu einer kleinen Raumstation, die Breitbandsignal auf den Schwarzbach-Kanälen sendet. Ja, wir glauben nicht, dass die irgendwelchen Handel ausschlagen würden. Egal, ob wir jetzt hier Föderation oder Rebellen sind und fliegen jetzt einfach mal vorbei. So, wir haben ja nicht sonderlich viel. Aber wir können mal unsere Hülle wieder machen lassen. Was ist das hier? Ah, okay, das ist ein FTL-Jammer. Damit können wir den Hyperantrieb des gegnerischen Schiffes stören, sodass die doppelt so lange brauchen, bis sie springen können. Und das hier sorgt dafür, dass bei uns das FTL um 25% schneller ansteigt. Und mit dem Ding hier bekommen wir praktisch 10% mehr Schrott von jeder Art auch immer. Das heißt, wir bekommen 10% mehr, wie heißt es, 10% mehr Treibstoff, Missiles, Drohnenteile oder auch dann Scrap. Aber ich denke mal, den FTL-Jammer, den nehmen wir mal mit. So, und dann springen wir weiter Richtung Ausgang. So. Ja, ein Schwarzmarkt hier. Wir bekommen die Nachricht. If you have extra military grade explosives. Ja, okay. Die wollen Missiles von uns, die wir verkaufen können. Aber wir haben selbst nur 6 Stück. Da haben wir jetzt nicht sonderlich was zu verschenken. Die brauchen wir noch. Und damit können wir jetzt in den nächsten Sektor.
Und da fliegen wir jetzt einfach mal hier runter zu dem Mantis Control Sektor. Ja, und ich denke mal, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es ganz sinnvoll ist, vielleicht dieses Angezockt jetzt hier mal zu beenden. Wir haben jetzt das Tutorial gespielt, wir haben eine Runde jetzt hier so nochmal gezockt, sind auch halbwegs weit gekommen da drin, würde ich sagen. Und ich denke mal, ihr habt jetzt einen guten Eindruck von dem Spiel. Ich denke, ihr habt auf jeden Fall bei mir noch nicht das letzte von diesem Spiel gesehen. Denn ich habe mit diesem Spiel hier noch so das ein oder andere kleine, die eine oder andere Kleinigkeit vor. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann, auf meinem Kanal wieder. Bis dahin dann. Tschüssi!